Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Lego Batman 3 jenseits von Gotham. Und endlich bin ich zurück vom Urlaub. Ja, das war ein sehr langer Urlaub, habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt. Ich habe aber während des Urlaubs halt noch ein sehr krass aufwendiges Video geschnitten. Das habe ich nämlich auch schon davor ein bisschen produziert und angefangen. Deswegen wollte ich das auch nicht irgendwie beenden. Aber ich finde, jetzt können wir weitermachen mit den eigentlichen Let's Plays. Ja, ich werde aber über den Urlaub erst im Level sprechen. So, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Das Squad hatten wir letztes Mal. Genau, jetzt sind wir bei Bizarro. Warte mal, Bizarro war jetzt der Antagonist von Shazam, glaube ich. Und Shazam war der Antagonist von Superman. Also, kann sein, dass ich mich irre. Ihr könnt das gerne korrigieren. Ich weiß es aber auch nicht mehr so ganz. Ich sein Bizarro. Bizarro Held helfen Superman. Superman haben Bizarro dafür Planeten versprochen, ganz für ihn allein, weit weg von anderen. Er sagt, nicht helfen, helfen? Bizarro nicht verstehen, aber neuen Planeten hassen und Stadt bauen mit Namen Rocktropolis. Jetzt sehr, sehr guter Mann Rocktropolis zerstören wollen, um Energie zu stehlen. Bizarro sehr glücklich über Stadt in Not. Also Duplikationskanone von LexCorp nehmen und eigene Liga gründen. Mit Freunden Bizarro, Bizarra, Zeitzarro und Greenzarro. Wir kämpfen getrennt gegen Darkseid, um Planeten zu retten. Bizarro Liga zurück! Darkseid verletzen Bürger? Bizarro Liga dürfen ihnen nicht helfen! Langsam! Okay, es war nicht der Antagonist von Shazam, sondern der Antagonist von Superman. Und er hat jetzt seine eigene Liga, und zwar halt sich selbst Bizarro, dann Bizarro, Bizarra, Zizarro und Greenzarro. Ja, geile Gruppe. Einfach die ganzen Leute aus der Justice League kopiert. Ja, mach ich nächstes Mal auch. Ja, und er möchte halt Darkseid aufhalten. Darkseid war, glaube ich, aus... Boah, das ist auch echt... Aus irgendeinem Comic, weiß ich auch nicht mehr so ganz. Also, diese ganzen Charaktere, die kommen aus irgendwelchen Comics und du weißt halt selber nicht, welche Comics, weil du dir das hier alles nicht angeguckt hast. Okay, wir haben leider keine Charaktere davon. Müssen wir erst im freien Spiel das angucken. Ja, also wir haben einen Urlaub. Ich gehe erstmal chronologisch durch. Also, fing an am Montag. Da gingen wir natürlich erstmal ein bisschen baden. Obwohl, eigentlich wollten wir zuerst paddeln gehen. Aber wir haben uns doch erst entschieden fürs Baden in der Cottbuser Lagune. Ich lebe in Cottbus. Und es hat auch echt Spaß gemacht. Ja, gibt's halt nicht viel zu erzählen. Am Dienstag. Geil, 1, 2, 5. Am Dienstag sind wir halt paddeln gegangen in Burg. Da gibt's übrigens zwei verschiedene Stationen. Und ich war letztes Mal auch in Burg, aber da war ich in einer ganz anderen Station. Naja, und das Paddeln war halt. Ich weiß nicht warum, aber das Paddeln war am Ende so anstrengend. Am Anfang war das noch so okay. Ja, ist in Ordnung. Aber desto länger du das machst, also so 4 Stunden waren wir dort am Paddeln und es hat echt so ermüdigt. Warum kann ich das nicht sprengen? Ja, ich muss das doch sprengen. Ich kann das doch so nicht kaputt machen. Hä? Bin ich gerade dumm? Kannst du das warte, was? Ich kann da hoch. Ich kapiere wieder gar nichts. Ja, geil. Meine Güte, gib mir mal einen Tipp hier. Bizarro hat... Achso. Ja, sag doch gleich, dass er einen Boomerang hat. Na gut. Naja, auf jeden Fall waren wir halt da 4 Stunden dran und das war halt am Ende nicht mehr so erträglich. Und das war auch eigentlich echt teuer so. Ich glaube... Leute müssen wieder hoch auf den Boden! Ich glaube, 80 Euro hat so 4 Stunden gekostet. Wenn du länger brauchst, dann kostet das noch mehr. Also,
willst du da richtig einen abfangen und überhaupt nicht klarkommen? Viel besser. Wir seien ganz schlechtes Team. Dann. Ja, dann wird's halt immer teurer. Keine Helden. Bizarro-Liga werden kämpfen, dass Superman sich für uns schämen. Stell dir mal vor, du fragst du dein Boot, weil du einfach nicht mehr kannst. Und dann erst ein paar Stunden später, wo du weitermachen kannst, bist du angekommen. Und dann ist es halt nochmal dreimal teurer, weil die sich denken, ach ja, wir machen das mit Zeit. Desto mehr Zeit du brauchst, desto teurer wird das. Was zum Teufel? Meine Güte, oder stell dir mal vor, ich hätte da irgendwie mich verletzt oder so. Ich weiß, da hätte ich Krankenwagen rufen sollen, aber das ist ja trotzdem echt mies. Na gut, aber auf jeden Fall war das ja okay noch. Und die Hitze hat ihn ja noch fertig gemacht. Ich glaube, der eine hat sogar gekotzt. Aber halt nicht wegen des Fahrens. Ich glaube, da hat man wenig Schwierigkeiten, sondern eher eine Hitze. Weil du bist ja mitten in diesem See und dann scheint dir da noch die Sonne. Ist schon ziemlich hart. Stimmt. Am Mittwoch, da war man dann in so einem Brainzer Cottbusser Park. Also, wie gesagt, wenn ihr nicht in Cottbus seid, dann ist es euch schwer zu erklären. Auf jeden Fall war es eigentlich noch nicht so schlecht. Also, es war ja von diesen alten Typen. Und zwar Branitz hieß der. Ist auch uralt noch. So, und der war, glaube ich, irgendwie so ein. Ja, der war auf jeden Fall Millionär. Und der hatte auch so eine Villa, also so sein Schloss. Das sah halt wirklich nur aus wie so eine Villa. Und da hat er halt sehr viel Sachen gemacht. Man merkt, ich habe so gar keine Ahnung von diesem Thema. Aber ich versuche irgendwie zu reden. Ja. Ja, war halt echt interessant, dieser Park. Und am Donnerstag, da waren wir nochmal beim Kino. Am Mittag erstmal ein bisschen Spiel des Lebens gespielt, was einfach so das Betrugsspiel ist. Oh mein Gott. Und wir haben uns Barbie angeguckt. Ich wollte erst eine Review dazu machen, aber ich dachte mir so, oh nein, sage doch wieder nach Kritik und oh nee, ich will mich dazu nicht reinsteigern. Das wird doch wieder schlimm. Dahinter komme ich nicht, okay. Ja, ich will auch jetzt keine Meinung zu diesem Film machen, weil ich ehrlich gesagt auch keine Lust habe, mir dazu eine Meinung zu bilden. Wir brauchen dich, Bizarro, du schlechtester Detektiv der Welt. Wie der alle seine Leute frontet. Das ist sehr geil. Gut. Machen wir hier ein bisschen was. Green Sour. Wie will ich denn dann heißen? Luke Sour? Nee, das ist irgendwie so einfallslos. Aber ihr seid nicht einfallslos, oder? Nö. Ihr seid nur hässliche Motten. Hat irgendjemand getötet von meinem Team schon wieder. So, wie kann ich das hier befreien? Ich weiß nicht, was das für komische Seelen dort sind. Wenn es überhaupt Seelen sind. Achso, ich brauche hier den Feuermodus von. Genau, von Bizarro. Jawohl. Schnell aufbauen. Das sei ein Job für Leuchtkräfte. Und dafür ist Green Sour auf jeden Fall bekannt. Ah, einen schönen Schirm. Rocktropolis-Menschen seien befreit. Mehr Rocktropolis-Bewohner retten. Ja, Metropolis retten. Sofort von diesem bösen Darkseid. Oh, das ist der Handy hier. Den kann ich leider noch nicht befreien. Da oben. Ich weiß immer noch nicht, für wen diese Fähigkeit ist. Also wir können schon wieder hier nicht 100% machen. Ich habe ja auch noch nicht mal den Charakter. Ich habe, seitdem wir das letzte Mal gespielt haben, habe ich auch so gar nicht weitergespielt. Weil ich auch, wie gesagt, keine Zeit hatte. Und warum kannst du es hier... Achso, ich muss das mal hier die Autos kaufen. Die werden auch so schön markiert. Saugen wir da jetzt auf.
nein, die Hüpfburg, jawohl. Oh mein Gott, es gibt eine richtig geile Story, die hey, ich erlebt habe. Ich war in so einem Hüpfburg-Park und dieser Hüpfburg-Park, der hatte so richtig harte Hüpfburgen. Also die, man hat so richtig gemerkt, die wurden so hart aufgeblasen, dass immer wenn du gehüpft hast, fast dich aufgeschlagen hast. Und dann gab es da einen Moment, da bin ich richtig hochgehüpft, wollte so auf diese Kante da drauf kommen. Es gibt ja bei diesen Hüpfbogen immer diese Kante, wo du da rauf kommen kannst. Und da bin ich so hochgesprungen, dass ich mir so richtig das Bein gebrochen habe. Also zwar nicht so hart, wie man es denken könnte. Also das wäre ein bisschen übertrieben. Aber ich weiß noch, das hat noch einen Tag später richtig wehgetan. Alter, ich hasse solche Leute, die Hüpfbogen richtig hart aufblasen. Boah, das tut so weh. Und da gibt es halt noch so Hüpfburgrutschen, die halt so zwecklos sind, weil du überhaupt nicht rutschen kannst dort. Stimmt. Jetzt weiß ich noch, bei diesen Wasserrutschen in der Lagune von Bus, da kannst du auch überhaupt nicht... Haben jetzt Bizarro Mobil. Da kannst du auch überhaupt nicht rutschen gehen, weil ich immer in dieser verdammten Rutsche stecken bleibe. Alter, ich rutsche so und dann so... Bumm, ich steck fest. Und dann denke ich mir so, oh, scheiße, jetzt beeil dich. Bizarro Mobil schon kaputt. Ja, und er... Ich versuche die ganze Zeit weg von der Stelle zu kommen. Und dann höre ich so die ganze Zeit... Ein anderer Typen kommt immer näher. Und dann so, oh, scheiße, ich muss da weg. Und dann habe ich mich doch noch befreit. Aber ich konnte halt nicht ganz normal runterrutschen, sondern ich musste so mit den Händen mir helfen. Oh Mann, dieser Laser. Junge, dieser Laser. Achtung, großer Auerlaser. Bizarro-Liga müssen sehr unvorsichtig sein. Ja, ich habe gerade gemerkt. Böser Laser. Aber der ist jetzt Geschichte. Also ich kann niemandem empfehlen, diese Rutschen. Vor allem, wenn ihr keinen Körper habt, der fürs Rutschen geeignet ist. Da rutsche ich ja lieber woanders. Was ist das schon wieder? Das ist ein Staubsauger, ja. Die guten ein Staubsauger. Das werden wir es Ihnen zeigen. Bizarro Liga retten Rocktropolis. Moment, war das jetzt das letzte? Ich muss doch die Münzen einsammeln. Boah, ich muss noch Münzen einsammeln. Nein. Gerade als ich denke, alles gerettet, Superman und Freunde auftauchen und uns gar nicht helfen. Schlimmste aller Freunde. Darkseid werden sich nicht wieder blicken lassen. Bizarro undankbar. Rocktropolis sicher. Warum ist Bizarro so unfreundlich? Da hilft man den Typen. Und dann ist er so der unfreundlichste Typ überhaupt. Es tut mir leid, dass wir deine Sachen nicht so machen können, wie du es möchtest. Aber ja, wir haben dir zumindest geholfen. So. Dann machen wir jetzt nochmal 100% und los geht's. Ich nehme. Warte mal, ich werde erstmal ein paar Charaktere hier kaufen. Wen haben wir denn in der Kid Flash? Können wir zum Beispiel Firestone? Ich habe schon wieder kein Geld. Mit den unnötigsten Charakter genommen. Naja, ich habe Kid Flash zumindest. Ein Flash-Charakter. Auf dich zu drehen. Wie jetzt eine Karte aus. Stimmt, wie viele Bonusaufgaben haben wir noch? Wir haben noch drei. Okay. Dann haben wir jetzt nochmal ein paar Spiel. Los, rein da. Ich sein Bizarro. Ja, Bizarro, ich möchte. Nicht helfen? Ich möchte gar nicht helfen, du bist so undankbar. Sorry. Ah, jetzt muss ich wieder auf 100 Sachen achten. Die Vögel, stimmt, die Vögel haben wir noch. Ui, was war denn das für ein. Leck, Alter. Per Aufnahme? Oh nein, das geht ja gar nicht. Erstmal hier die ganzen Münzen einsammeln. Münzen. Oh, nice. Ich liebe Münzen. Geld.
endlich reich. So, Cyborg kann das bestimmt machen. Genau. Da war ein Minikit, das habe ich auch schon gesehen. Das habe ich schon von 300 Jahren gesehen. Das habe ich schon gesehen, bevor du geboren bist. Da habe ich jetzt jemanden sehr beleidigt. Tut mir leid. Ich bin so assi, Alter. Ich bin so der gefürchteste Straßenprügelein. Wir hatten auch immer so Straßenkämpfe in unserer alten Heimatstadt. Ich bin ja in Kirchberg geboren. Und da hat man so Straßenkämpfe. Und derjenige, der gewonnen hat, der hat dann 3 Tickets für das Legoland bekommen. Oh Mann. Was für eine Scheiße ich laber. Aber nee, ehrlich. Also derjenige, der dann verloren hat, der hat dann einen Ausschau bekommen. Wer kennt's nicht, von seinen Eltern einen Arschau bekommen zu haben? Oh Junge, ich bin froh, dass ich sowas nicht mehr bekomme. Alter. Aber das bekommt man auch echt nur noch, wenn man so 5 oder 6 ist. Ich glaube, heutzutage, wenn du so 10, 11, 12 bist, ich glaube, das bekommst du gar nicht mehr. Außer wenn du so richtig, richtig scheiße baust. Aber ich glaube, dann wirst du in den Knast kommen. Die übertreiben direkt, hier gibt's in den Knast. Ab in den Knast. Gut, hier gibt's glaube ich nichts mehr zum Entdecken. Warte mal. Bitte fliege, Batman. Nee, er kann ja nicht fliegen. Dann Killermotte. Das sieht aus, als würde man da landen können. Dann gucken wir mal. Ach so, oh Mann, doch nicht. Was für eine Scheiße. Hier hinten vielleicht irgendwas. Nö, hier was? Nö. Gut, dann weiter geradeaus. Oder so, seitlich. Ach, egal. So, wir sind mal hier angekommen. Da können wir doch direkt mal hier was anstiften. Und dann nehmen wir gleich hier unseren... Hier unseren Typen, der... Ach, der hat ja keinen Sprengstoff. Hier nehmen wir Boomerang, der hat gleich solche Boomerangs, die explodieren. Ich muss den extra Batman mit seinem Anzug rausholen. Also ich finde diese Kostümsache im freien Spiel halt echt unnötig. Das hätten sie zum Beispiel im freien Modus einfach sparen können. In der Story, das ist okay, weil man hat ja da eh seine vorgefertigten Charaktere. Aber im freien Spiel ist das echt unnötig. Ach, da oben ist noch ein Vogel. Den habe ich nicht gesehen. Alter, mit dem Vogel. Ja. Ich weiß, die machen immer alles kaputt. Die bösen, bösen. Was sind das überhaupt? Moskitos anscheinend. Das ist der Gefiecher. Generell kommen jetzt in meine Bude auch immer so lustige, ekelhafte Viecher bei mir rein. Und die machen dann immer so die behindertsten Geräusche. Und dann habe ich halt da immer so eine Lampe. Und dann knall ich die ja 5-mal gegen. Und das ist immer so nervig, aber okay. Wenn Sommer vorbei ist, dann gehen die auch weg. Ach, hier ist auch der dritte Vogel. Wie habe ich diese Vögel nicht gefunden? Die sind ja so offensichtlich dort. Gut. Ja, haben wir auch. Guck mal, da hinten gleich Stanley freien. So, warte, Stanley. Na komm, Betty. Superkraft, nee, das hier. Gut gemacht, helfender Freund. Jetzt muss ich wirklich los. Nein, er da geht. Nein! Ich hab den... Och, scheiße. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wofür das gut ist. Wer das benutzt. Bestimmt der Poison Ivy, aber Poison Ivy haben wir ja noch nicht. Warte mal. Wird das da markiert? Sag jetzt nicht, hier wird es mir erklärt. Welcher Charakter? Im Gegensatz zu Superman hat Bizarro eine... Junge, ich wollte das jetzt nicht wissen. Ich wollte
da oben das wissen? Willst du mich verarschen? Ach man, das war so klar. Ach, auf einmal habe ich den Vogel abgeschossen. Da bitte den Vogel abgeschossen. Ja, aber auch so ein Vogel. Bald genug Vogelwitze. Machen wir hier noch diese Stäbe kaputt. Ah, wieder keine 100%. Mann, wieder nicht. Ach, das ist ja schade. Enttäuschend. Sehr herabsehend. It's embarrassing. Eine Enttäuschung. Der Untergang. Mein Leben macht alles keinen Sinn mehr. Ich springe lieber von Hochhäusern und sage am Ende: Batman! Oh, das war peinlich. Das hat jetzt alles kaputt gemacht. Also wirklich alles. Mein Luke, der war echt gemein. Jetzt hast du den armen Patty beleidigt. So, weg damit. So, hier war nur der goldene Stein, aber zumindest kostenlos eine Münze bekommen. Das lasse ich da nicht entgegen. Ich brauche Geld. Gib mir Geld. Okay, jetzt muss ich das irgendwie wieder umwerfen. Stimmt. Und ich auch mit der Betty. Okay. Ich weiß nicht, was ich heute für eine Droge genommen habe, aber es war auf jeden Fall eine harmlose. Hoffe ich mal. Urlaub hat nicht gut geholfen. Ich brauche nur mehr. Ich will ja nicht eure Geduld beenden. Ihr sollt schon mit Content bestückt werden. Na gut. Machen wir mal hier weiter und endlich mal fertig. Ich will jetzt hier die 100% schaffen. Ich frag mich, wie Cyborg diese ganzen technologischen Dinge gebaut hat. Und der kann sich ja auch direkt in so einen Mech verwandeln. Er ist bestimmt ein Roboter. Ist er bestimmt auch. Aber wahrscheinlich auch halb Mensch. Spiders. Wie kann ich nur? Ja, gut, hier nochmal ein Butterfly. Butterfly. Also jetzt mal hier diese kleinen Audis machen. Ein PKW und ein Audi. Wo ist PKW nicht ein ganz normales Auto und LKW ist so ein Lastwagen? Stimmt, dafür steht es doch. Ein PKW, aber wofür steht PKW? Ein Parkwagen. Genau, einfach so Parkwagen. Nee, aber ganz mal ehrlich, wofür steht PKW? Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Betty! Nico! Ach so, mein grünen Lantern. Nee, Green Zero. Stimmt, das kommt. Das habe ich irgendwie nicht gewollt, oder? Doch, habe ich. Das ist ja für das Batmobil. Was soll ich eher sagen? Beats Mobil. Wie klingt das denn? Das Beats Mobil. 3000. Da. Jawohl, ich hab das neue Beats Mobil. Schatz auf Tesla. Gönn dir das Beats Mobil. Okay, genug. Jetzt bauen wir es endlich auf. Du sollst aufbauen, nicht lasern. Lasern kannst du was anderes. Jawohl, und direkt war er halt. So, gibt es hier noch was zu erkunden? Ja, ich sehe doch schon. Da sehe ich doch direkt was. Zum Beispiel unser Lieblingsheld. Ach nee, das ist ja der Antagonist. Brainiac. Ah, da hinten. Müsste jetzt 9 haben. Nee, einer fehlt noch. Ach so, da der Vogel.
Auch meine Güte. Und krepiere ich jetzt. Jawohl. Haben wir alle. Also nicht alle, aber wie gesagt, einer können wir ja nicht mitnehmen. Weil ich den Charakter noch nicht habe. So, jetzt beenden wir nur noch das Level. Schnell, ich brauche irgendeinen Typen, der das kann. Ja. Wanda Zao. Ach nee, die heißt ja anders. Na komm, Bruder, schnell auf. Den Staubsauger. Kennt ihr das auch immer? Wenn ihr Staub saugt, dann saugt ihr mal alles mit und dann ist der Staubsauger am Ende richtig voll und dann muss man den wieder ausleeren. Absolut lässig. Und jetzt saugt mal hier die letzten Männchen hier auf. Genau. And we have the level completed. Und keine Ahnung, was Brainiac dort macht. Und Leute, seht ihr das? Der Staubsauger hat sogar so Augen und einen Mund. Ja, nice. Das war Bizarro, das Level. Ja, war interessant. Um von so einem verrückten Charakter zu erfahren. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Haut rein. Ciao, ciao.